Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück beim FC Schalke 04. Wir sind im Achtelfinale des DFB-Pokals und wir spielen jetzt die Spieltage 13, 14 und 15, wollen die Aufstiegsplätze in Angriff nehmen. Wir haben ein gewisses, ich will nicht sagen personelles Problem, aber doch schon mehr Ausfälle jetzt aufgrund von Undiszipliniertheiten und vielen Verletzungen. Also richtig viele jetzt auch wieder nicht, aber gerade in der Defensive noch einige Leute, die da jetzt fehlten. Einige sind jetzt auch schon wieder da. Wir trainieren einfach mal die Standards und spielen Reichert. Wechselt auf Leibers nach Kickers Offenbach. Da ist noch auch unser Freund Jani schon hingegangen. Geht damit in die dritte Liga. Eichmann bleibt noch drei Spiele gesperrt. Neves mit der Innenbanddehnung. Da ist nämlich die nächste Verletzung. Dann ist man auch mal gezwungen, manchen Leuten Einsatzzeiten zu geben. Neves fällt zum Glück nur eine Woche aus. Der Reichert ist dann auch schon wieder weg. Ich glaube auch mit Kaufoption. So, Pasurek rückt in die Startformation. Und Pasurek ist auch der Einzige, der noch Linksverteidiger kann. Wir sollten echt mal noch einen Linksverteidiger verpflichten. So, wer spielt denn jetzt Innenverteidiger? Kann gar keiner mehr. Doch Raba kann das, aber Raba ist echt erstmal eigentlich Stürmer. Könnte natürlich auch mal die Formation ändern. Ne, dann geht Schäfer in die Innenverteidigung, Pasurek kann Linksverteidiger und Lehmann kann Sechser. So machen wir es jetzt. So, vier Leute auf nicht ihrer Standardposition. Und weil ein Platz auf der Bank frei ist. Ach, Avenatti. Avenatti kehrt noch ins Tor zurück. Dongala kann auf der Bank sitzen bleiben, weil jetzt einfach mal zwei Keeper auf der Bank sitzen. Leslie ist der Einzige, der in die Röhre gucken muss. Aber er hat ja einige Gipsfüße auf der Tribüne neben sich sitzen. So, wir spielen zu Hause gegen Magdeburg. Die stehen auf Platz 14. Die haben vier Punkte weniger als wir. Die sind Aufsteiger. Und selbst mit den personellen Problemen sollten wir die eigentlich schlagen. Gut, dass Avenatti wieder da ist. Es gibt noch ein bisschen Sicherheit, wenn der Kapitän wieder an Bord ist. 14.000 Zuschauer. Birgit Prinz tippt 3:0 auf uns. Osimhen. Ist das jetzt wieder eine Hinrunde wie im letzten Jahr? Ein bisschen holpriger Start, aber dann am Ende doch mit befriedigendem Ergebnis. Das wäre mir recht. An der Hinrunde hat es ja nicht gelegen. Macht auch vielleicht einen Unterschied, dass jetzt diese ganze Pokalaufregung dabei ist. Diese positive Aufregung. Oh, Biloa steht genau richtig, hat den Ball. Das ist unser Salz in der Suppe jetzt, der DFB-Pokal. Ich bin ja großer Pokalfan, sage ich jetzt immer wieder. Sie haben es, glaube ich, mittlerweile registriert. So, wie heißt der Mann? Four Dice. Er wird von Osimhen in einen Zweikampf verwickelt. Abseits. Der Linienrichter lässt die Fahne unten. Der Linienrichter lässt die Fahne unten, obwohl es abseits ist. Und zum Glück führt das nicht zum unberechtigten Tor. Es steht 0:0 zur Halbzeit. Schiedsrichter Brandt hatte seine Brille nicht auf. Aber es steht zum Glück, 0:0. Das ist aber eigentlich zu wenig. So, Schäfer überzeugt nicht auf fremder Position, kriegt deshalb ein bisschen Kritik. Er ist auch einsichtig. Ich sage, macht sie fertig. Richtig, volles Matt. So, hier ist es. Oh, jetzt Osimhen gegen Gruev. Er lässt ihn wie ein Anfänger stehen, leitet den Ball nach rechts weiter. Silic schießt sofort. Nikolas kann den Ball abblocken, die Gefahr bereinigen. Silic, der rutscht so ein bisschen runter in der Scorerliste, in der Torjägerliste, weil er schon länger an keinen Toren mehr beteiligt. Da soll jetzt keine Kritik sein. Aber wäre doch mal jetzt mal ein guter Zeitpunkt. So, Stunde gespielt. Hier ist nicht viel passiert. Man sieht hier die personelle Situation. Aber trotzdem sollte hier ein Sieg eigentlich machbar sein. So, Schäfer und Gendry spielen nicht gut. Hab dahin jetzt aber keine wirklichen Alternativen. So, Santini kommt dann jetzt einfach mal für Silic. Ja, jetzt nehme ich ihn runter, dass ich mich gerade noch drauf angesprochen habe, quasi, ob er nicht mal ein Tor schießen könnte. Aber Santini hat auch Einsatzzeiten verdient. So, 67. Minute. Ich bringe Aliaga für Şitil und er geht in den Sturm und Osimhen auf die 10. Gelbe Karte für Schäfer.
passt man nicht, dass der Aliaga sich so ein bisschen hängen lässt. Gerade der, ja, das mit dem Vertrag, das hängt noch so ein bisschen, na, noch so ein bisschen Nachwirkungen. So, ich bringe einfach mal den, ja, warum nicht den jungen Mara für Connolly. Auch mal ein bisschen Einsatzzeit geben für knapp 20 Minuten. Gendry jetzt gegen Palmiero. Der stoppt ihn mit einem klaren Foul. Weiter Ball in die Spitze, trotz Foul. Und wird das jetzt hier ein dröges 0-0? Es wird ein dröges 0-0. Wir haben zumindest die 0 stehen lassen, keine gegnerische Torchance zugelassen, aber offensiv war das viel zu wenig. Dabei hatten wir doch eigentlich eher in der Defensive die Personal. Oh, schade. So, Bill Biloa, der beste Spieler-Schiedsrichter. Brandt war der beste Mann auf dem Platz. 350.000 Euro eingenommen, 150.000 Euro Prämie bezahlt. Spiel bekommt hier nur so 6 miserabel und der Punkt hilft uns nicht. Trotzdem klettern wir in der Tabelle auf Platz 10. Ja, was soll's. Machen wir jetzt am nächsten Spieltag die 20 Punkte in der Hinrunde voll mit einem Sieg. Hoffentlich 0-0 gegen Magdeburg, hat nicht sollen sein, aber immerhin ein Pünktchen. Braunschweig gewinnt 4-0 gegen Stuttgart. Heidenheim verliert 0-1 gegen Unterhaching. Kiel verliert 3-4 gegen Nürnberg. Würzburg spielt 0-0 gegen Cottbus. Fürth gewinnt 2-1 gegen Wien. Wiesbaden. Münster gewinnt 2-0 gegen Hansa Rostock. Dortmund verliert 0-1 gegen den HSV. Köln gewinnt 3-1 gegen Burghausen. Cottbus neues Schlusslicht. Ansonsten Köln, Stuttgart und Wiesbaden auf den Abstiegsplätzen. Wir haben 4 Punkte Vorsprung vor Platz 15. Wir haben 5 Punkte Rückstand auf Platz 3. Da steht Unterhaching. Münster ist wieder Tabellenführer. In der Elf des Tages niemand von uns. 1860 München, die wollen mich immer noch haben. Aber ich sage erstmal nein, nein. Reichert wechselt von uns auf Leihbasis zu Kickers Offenbach. Wir spielen jetzt in Cottbus. Die sind Schlusslicht, da kenne ich auch noch. Was? Oh, hier. Vokita Sommer. Das ist, nee, es ist nicht der Vokita Sommer, den wir mal kannten. Bruno Gray, ehemaliger Schalker. Ja, ein paar Namen kommen mir noch bekannt vor. Aber meine Zeit in Cottbus ist ja eigentlich auch schon länger her. Oder wann war ich genau in Cottbus? Ja doch, 56 bis 57, da passt das mit dem Lugasi noch. Also ein paar Leute kennt man noch. Ich bin schon so viel rumgekommen, dass man manche Namen schon doppelt und dreifach hört und gar nicht mehr genau weiß, ob das jetzt der selber ist oder sein Cousin. So, wir spielen auf jeden Fall gegen in Cottbus beim Tabellenletzten. Da muss ein Dreier her. 340.000 Euro eingenommen. Wir trainieren einfach mal Zweikampf. Ich habe den Neves noch nicht besucht. So. Rocha und Neves kommen nächste Woche zurück. Die Fans kriegen 500 Freikarten fürs nächste Heimspiel. So, der Vorstand ist so an der Grenze. Der ist noch nicht ganz komplett krass sauer, aber er ist auch nicht weit davon entfernt. Also er ist schon sauer, aber er ist noch nicht, dass er mich jetzt sofort rausschmeißen will. So, Frankfurt, die letzte verbleibende deutsche Champions-League-Mannschaft, verliert 0-1 gegen Amiens. In der Euroleague haben wir jetzt drei Clubs. Da haben wir Halle, die verlieren 2-1 gegen Utrecht. Ist aber noch drehbar im Rückspiel. Augsburg gewinnt 3-2 gegen Zürich. Gute Ausgangsposition. Und Freiburg gewinnt 2-1 gegen Glasgow. Sieht auch gut aus. So, wir spielen in Cottbus. Rocha und Neves könnten wieder, aber das ist mir noch zu riskant. Deswegen lasse ich's. So sind die Gegner gleichwertig. Heute kann der kleinste, aber auch der minimal kleinste Fehler das Spiel entscheiden. Bitte seid hellwach. Auch wenn es der Tabellenletzte ist. Spieler haben die Ansprache verstanden. Stadion der Freundschaft. 1.500 Schalker, 9.000 Zuschauer insgesamt. Cottbus hat keines der letzten 6 Spiele gewonnen. Wir haben aber auch, wie man sieht, null Konstanz drin. Dirk Nowitzki, Tipp 3-2. Wir sind in der Bundesliga auswärts schwach bisher. Und hier ist, denke ich, alles möglich. Jetzt Einwurf durch Lehmann, der wieder Sechser spielen muss auf Marschis. Der hat wichtige Tore erzielt, aber wie sieht es denn jetzt heute aus? Ah, er holt zumindest hier einen Eckball raus in der 5. Minute. Eckball jetzt von rechts. Eine Sache für Pasurek, der zieht den Ball hoch auf den Elfer. Und da ist El Jamik, der wirft sich dazwischen, lenkt den Ball zur erneuten Ecke. Wenn ich so hier wie ein Cottbus, ich tue immer so, als würde ich noch alle kennen, auch wenn ich vielleicht das eine oder andere Gesicht schon wieder vergessen habe. So, Pasurek. Oh, El Jamik springt der Ball vom Fuß. Koinok kommt an das Leder. Schussversuch. Parade von Stamatopoulos, der ist sicher zu Bock. Boah. Da hat der El Jamik nochmal Glück gehabt. Hätte sonst teuer für ihn werden können beim nächsten Training. So, Niebauer jetzt hart und flach in den Strafraum. An Freund und Feind vorbei. Brito gegen Pasurek.
geht an ihm vorbei. Wir haben ja auch mal ein bisschen an den Audioeinstellungen gespielt. Ich hoffe, dass das Mikro jetzt nicht mehr so häufig übersteuert, aber das übersteuert ja häufig, weil ich so begeistert bin von den Ereignissen. Oder entsetzt. So, Finish. Haut ihn mal auf den linken Flügel. Brito. Ich kann jetzt hier schon wieder einen erzählen, weil hier nicht viel passiert. Die Cottbusser kommen hier nicht aus dem Quark. Finish sieht, dass der Keeper zu weit vor seinem Kasten steht. Zieht aus 40 Metern ab. Oh, was für ein Finish. Fast Avenatti kann aber parieren. Gelbe Karte für Connolly, obwohl das Foul eigentlich harmlos war. Gelbe Karte wegen Meckerns für Herrera. Eckball jetzt von rechts für uns. Pasorek auf niemanden. Niemand von uns zumindest. Hier sehen wir einen Schuss nochmal. Brito tritt in den Boden. Der Ball kullert in den Strafraum. Niebauer nimmt das Leder mit. Koinok geht dazwischen. Kanzel geklärt. Viele Standards hier. Greilinger hart an den Fünfer. Avenatti kommt raus und pflückt den Ball runter. Und Şitil bringt uns kurz vorm Halbzeitpfiff in Führung nach Vorlage Osimhen. Die beiden nominellen Zehner hier in Co-Produktion. Ganz wichtig, kurz vor dem Halbzeitpfiff, das 1:0. Şitil bekommt dafür ein Lob. Wir sind absolut auf dem richtigen Weg hier. Richtig, weil die ganzen Remis, die helfen uns nicht weiter. Da kommt man in der Tabelle nicht von der Stelle. Das reimt sich. Offensive Cottbusser jetzt. Brito auf Gray. Gut. Haut ihn mal auf den Flügel, kein Abseits, der Linienrichter hebt die Fahne. So. Şitil holt aus, lässt sich den Ball von Gray wegspitzeln. Ich glaube, das ist meine Zeit in Cottbus schon länger her ist, aber das fühlt sich nur so an, weil ich jedes Jahr einen neuen Verein hatte in den letzten Jahren, außer jetzt bei Schalke. Ich glaube, davor hatte ich 3 oder 4 Mal in Folge jedes Jahr einen neuen Verein. Nürnberg, Cottbus, Leverkusen. Naja, dafür habe ich schon seit vielen Jahren immer dieselbe Frau. Also offiziell die eine. Wir wissen, wie ich es meine. So, ja. Bisschen die Bank ist ein bisschen ausgedünnt. Also nicht quantitativ, sondern qualitativ. Was jetzt auch kein Diss sein soll. Ich bringe mal Santini für Cilic. Hier ist ein Sieg möglich, sagte er, während sie in der 70. Minute führen. Aber so ein bisschen wackelige Angelegenheit hier. Ich bringe dann jetzt mal... Ja, wen bringt man denn jetzt? Kriegt einfach mal der Mara hier die Chance. Connolly hat schon gelb. 10 Minuten noch. Marin kommt für Osimhen. Taktische Gründe. Finish nimmt den Ball mit, zieht die Flanke in den Strafraum. Volley Schuss Brito, souverän pariert von Avenatti. Der hält hier die Führung fest, jetzt aber nochmal in der 90. Minute. Finish. Gray sah kurz vorher gelb. Mritschik, den kenne ich doch auch noch. So einen Namen vergisst man nicht. Richtung Eckfahne und wir entführen 3 Punkte aus Cottbus. 1-0. Wieder die Minimalisten hier, aber wenn die 0 steht, dann reicht das eine Tor. 176.000 Euro. Der Tabellenletzte hat hier einen ganz schönen Fight abgeliefert. Wir mussten uns den Sieg hier wirklich erarbeiten. Şitil, der goldene Torschütze, auch der Spieler des Spiels. Spiel bekommt die Note 4. Naja, wir klettern in die erste Tabellenhälfte, stehen jetzt mit 20 Punkten auf Platz 9. Haben noch 3 Spiele in der Hinrunde. Ich könnte jetzt mal wirklich auch über Freundschaftsspiele wieder nachdenken, aber die personelle Situation lässt das, glaube ich, nicht zu. Unterhaching verliert 2:5 gegen Kiel. Ich muss dran denken, weil jetzt bald ist ja eine spielfreie... Nein, ist keine spielfreie Woche. Es war sonst immer eine spielfreie Woche, weil es ja DFB-Pokal ist. Aber jetzt sind wir ausnahmsweise mal noch selber dabei. So, Kiel gewinnt 5:2 in Unterhaching. 2:5 respektive. Wir gewinnen 1:0, beziehungsweise 0:1 in Cottbus. Rostock verliert 0:1 gegen Würzburg. HSV verliert 2:3 gegen Köln. Magdeburg verliert 1:2 gegen Fürth. Wiesbaden gewinnt 2:0 gegen Stuttgart, Burghausen verliert 0:4 gegen Dortmund, Heidenheim verliert 0:2 gegen Münster und Nürnberg spielt 3:3 gegen Braunschweig. Wir haben 3 Punkte Rückstand auf Platz 3, da steht Greuther Fürth, die einen gewaltigen Sprung machen von 7 auf 3. In der 11 des Tages Avenatti und Şitil, wir waren im bestbesuchten Stadion, Zwickau möchte mich auch haben. Steht in Zwickau der Maschendrahtzaun von Regine Zindler oder wo? Kamen sie her? Na, ich weiß es nicht, aber ich möchte erstmal nicht nach Zwickau. So. Jetzt habe ich einen Ohrwurm.
Zilic mit dem Länderspiel für Deutschland, Marschis mit dem Länderspiel für Israel. Und wir spielen jetzt gegen Hansa Rostock. Santini verbessert sich bei den Flanken, ist damit auch ein potenzieller Standardschütze. So, Rocha und Neves, die dürfen jetzt gegen Rostock wieder auch wirklich komplett einsatzfähig sein. Wir verlieren knapp 190.000 Euro in der vergangenen Woche. Vorstand ist ein bisschen besänftigter. Wir spielen auswärts als nächstes beim HSV. Wir trainieren mal Viererkette. Frische passt Kondition nicht so ganz, aber ich denke, ja, wir trainieren nächste Woche ja schon die Kondition. Lassen wir erstmal so. So, Rocha und Neves sind wieder fit. WM-Quali. Deutschland verliert gegen Italien. Und Italien hat die letzten 3 Europameisterschaften gewonnen. Brasilien hat die letzten 2 WMs gewonnen. Das ist die WM-Quali, der erste Spieltag. Mit wem ist Deutschland denn in einer Gruppe? Deutschland ist in einer Gruppe mit Italien, Belgien, Norwegen, Bulgarien und Israel. So, da spielen dann unsere Nationalspieler auch bald gegeneinander. So, Neves und Rocha können wir da spielen, das ist gut. Ich meine, wir haben das letzte Spiel gewonnen. Aber trotzdem, Neves geht in die Startformation direkt. Lehmann rückt ins rechte Mittelfeld. Rocha geht erstmal nur auf die Bank. Und Dongala muss seinen Bankplatz jetzt auch erstmal hergeben. So, nächste Woche kommen gleich 3 zurück, nämlich Cilic, Eichmann und Hengel. Was hat denn der Cilic? Wadenzerrung, wurde mir gar nicht gesagt. Wo hat er denn jetzt auf einmal die Wadenzerrung her? Naja, wir spielen auf jeden Fall zu Hause gegen Rostock. Die stehen 2 Plätze hinter uns. Die könnten mit einem Sieg gegen uns punktemäßig gleichziehen. Wir könnten mit einem Sieg punktemäßig mit Greuther Fürth gleichziehen. Das soll doch als Motivation hier dienen. 18.000 Zuschauer. Rostock ist auch unkonstant, was ihre Leistung angeht. Bischente Lizarazu tippt 3:3. Was ihre Ergebnisse angeht, sind sie zumindest unkonstant. So, jetzt ist hier Ure. Der Ball springt ihm weg. 26. Minute, Lehmann gegen Ure, wird von dem klar gefoult. Er winkt ihn zu sich und sagt, Herr Ure, Ihre Mutter ist eine nette Frau. Und es gibt beim nächsten Mal Gelb. Direkter Freistoß von links für uns. Pasurek haut den Ball in die Mauer. Und Kunko haut den Ball nach vorne. Traumpass, Adelio Neves, verwandt oder verschwägert mit unserem Neves. Avenatti kommt raus, haut ihn einfach um vom Strafraum. Das gibt wahrscheinlich Rot. Und es gibt Rot. Die nächste Sperre. Avenatti gerade zurück, schon wieder weg. Maschis muss rausgehen, für ihn kommt Zapa. Da haben wir gerade den dritten Keeper mal von der Bank genommen. In dem Spiel hätten wir ihn zumindest jetzt als Backup gebrauchen können. Aber hoffen wir, dass der Zapa jetzt nicht dasselbe macht. Und ich hoffe, dass es keinen Elfmeter gibt. Nein, zum Glück nicht. Wallet mit einer verunglückten Flanke. Wir stellen mal den Einsatz hoch, um den fehlenden Mann zu kommen. Wir gehen in Unterzahl in Führung. Mario Schäfer, 2. Saisontor, 1:0. Und wir führen in Unterzahl. Schaffen wir das jetzt hier mal wieder? Schäfer bekommt ein Lob. Gelbe Karte für Schäfer wegen der Schwalbe. Muss doch nicht sein. Freistoß aber für uns. Können wir hier in Unterzahl gewinnen. Pasurek versucht es mit roher Gewalt. Das ist nicht immer eine schlechte Art und Weise. Haut den Ball in die Mauer. Da war er. Nee, findet die Lücke. Der Keeper. Oh, hebt die Hand. Und ah, da ist der Ausgleich. Markus Wallace. Während ich noch über diesen Freistoß staunen musste. Koinok. Jetzt. Gendry hat viel Platz. Der sich der Gendry auch nicht erträumt, dass er jetzt hier wochenlang, Woche für Woche in der Startelf steht. Connolly legt quer. Gendry nimmt den Ball mit. Weicht nach rechts aus, nimmt den Ball mit, sprintet in die Mitte. Der Gendry macht das auch unauffällig. Man, einer hat gar nicht gemerkt, dass er jetzt seit 4 Wochen von Beginn an spielt. Koinok gegen Ure geht an ihm vorbei. Stoppt den Ball, legt nach innen auf. Gendry leitet nach rechts weiter und Koinok nimmt den Ball mit, spielt quer. Gendry holt aus, legt nach rechts ab. Koinok. Was macht er jetzt? 20 Meter vor dem Tor, zieht ab.
Kann sich die Ecke aussuchen. Platzierter Schuss weit am Tor vorbei. Es steht 1-1. Wir haben Chancen plus trotz Unterzahl. Santini kommt für Lehmann. Der neue Flankengott? Fragezeichen. Aliaga kommt für Osimhen. Dreimal gewechselt. Hildebrand sieht gelb. Lucif sieht auch gelb. So, können wir hier hinunter. Und da ist wer weg. Der Neves ist verletzt. Und wir müssen jetzt zu neunt zu Ende spielen. Das gibt's doch nicht. Wir können nämlich nicht mehr wechseln. Dann stellen wir uns jetzt wirklich hinten rein und spielen mal auf Konter. Zu Hause mache ich eigentlich ungern. Slama sieht gelb, aber wenn die so weitermachen, beenden die das Spiel auch nicht zu elft. Wir können zu neunt zumindest einen Punkt holen gegen Rostock. Schon wieder eine Verletzung, schon wieder eine Sperre. Adduktorenabriss bei Neves, das klingt schmerzhaft. Dann ist die Hinrunde für ihn mit Sicherheit beendet. Avenatti sieht glatt rot. 450.000 Euro eingenommen, 143.000 Prämie bezahlt. Ist ein bisschen ungewohnt. Ich habe selten so viele Ausfälle. Aber wir müssen damit leben. Können zumindest einen Punkt holen. Wallet, der beste Spielerspiel, kommt die Note 4. Naja, wir bleiben auf Platz 9. Jetzt wird es schwer mit einem Aufstiegsplatz. Am Ende der Hinrunde 4 Punkte Rückstand auf Platz 3, obwohl es geht. Aber es sind auch nur noch 2 Spiele. Die präsentiere ich Ihnen beim nächsten Mal zusammen mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale. Das wird ein Highlight hier. Holstein Kiel spielt 2-2 gegen Cottbus. Ebenso führt gegen Burghausen 2-2. Viktoria Köln gewinnt 1-0 gegen Magdeburg. Münster gewinnt 2-0 gegen Wien Wiesbaden. Würzburg gewinnt 2-0 gegen den HSV. Wir spielen 1-1 gegen Rostock. Stuttgart spielt 1-1 gegen Nürnberg. Dortmund spielt 0-0 gegen Heidenheim. Braunschweig gewinnt 3-1 gegen Haching. Braunschweig steht auch mal wieder auf dem Aufstiegsplatz, jetzt auf Platz 3. In der Elf des Tages Schäfer und Koinock, die Außenverteidiger in der Innenverteidigung. So, Schalke, bestbesuchtes Stadion. Bayreuth möchte mich haben, das wäre doch auch mal eine Sache. Die haben einen schlechten Lauf in der dritten Liga, aber aus Gründen kann ich da aktuell nicht zusagen. Aber vielen Dank und viele Grüße vor allem. So, Smith wechselt von Düsseldorf nach Fenerbahce. Beim nächsten Mal haben wir noch einige Hochkaräter, nämlich ein Spiel beim HSV und dann ein Spiel bei Mainz 2 im DFB-Pokal-Achtelfinale und dann noch zum Abschluss der Hinrunde ein Heimspiel gegen Preußen Münster, die auf Platz 1 stehen. So, der HSV, die stehen auf Platz 7, die könnten wir mit einem Sieg überholen, die haben einen Punkt mehr als wir. Avenatti, wie lange er ausfällt, werden wir beim Verbandsgericht erfahren. Neves fällt 6 Wochen aus. Wir haben Glück, dass Silic und Hengel nächste Woche wieder da sind. Dann lichtet sich auch das Lazarett, wenn es nicht noch immer weiter neu gefüllt wird. Wir verdienten in der letzten Woche 185.000 Euro. Ich darf mir jetzt auch keine größere Durststrecke erlauben, weil sonst das Präsidium meinen Kopf auf einem Teller sehen möchte. So, 500 Freikarten gibt es. Könnte man den Platz pflegen, das tun wir jetzt auch. Auch wenn wir nur noch ein einziges Heimspiel haben hier in diesem Kalenderjahr 2060. Gucken mal in die Statistiken. In der Heimtabelle sind wir auf Platz 4, Auswärtstabelle auf Platz 14. Erste Halbzeit auf Platz 4, zweite Halbzeit 15. Oh, ist das ein Fitnessproblem? Ist immer ein größerer Kontrast. So, in der Regionalliga Nord, ganz oben Osnabrück und der 1. FC Köln. Dahinter Reden, Bremen, Hannover und Berliner AK. Auf den Abstiegsplätzen Wuppertal, Essen, Wolfsburg 2 und Babelsberg. Regionalliga Süd ganz oben Darmstadt und Ulm, verfolgt von Erzgebirge Aue, Bayern 2, Offenbach und Schweinfurt. Ganz unten Bayreuth, Eichstätt, Pirmasens und 1860. Die wurden ganz schön durchgereicht. Die haben die ersten 4 Spiele gewonnen, seitdem nur noch einen einzigen Punkt geholt. Das ist immer noch der Kater der Löwen. So. Erste Liga, Leipzig geht durch die Liga wie durch Butter. Noch kein Spiel verloren, Tabellenführer. Dahinter Mainz, Augsburg, Dresden, Gladbach und Wolfsburg. Freut mich doch auch, dass Dresden sich relativ gefestigt hat in der Bundesliga. Und es freut mich auch, dass Bayer Leverkusen sich auf Platz 18 relativ gefestigt hat. Auf den anderen Abstiegsplätzen Hallescher FC und Bayern München.
Hallescher FC, die kommen mit dem ganzen Trubel um ihre Person offenbar nicht ganz zurecht, aber das sieht man ja häufiger bei amtierenden Meistern. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Highlight des ganzen Kalenderjahres kommt. Pokal, Achtelfinale. Bei Mainz 2, wo stehen die denn überhaupt genau? Sind die überhaupt hier? Ja, die stehen auf Platz 10. Habe ich mal für kurzen Zeitraum und eine Tasse Kaffee mal gearbeitet, vor vielen Jahren. Wann war das genau? Das war, das ist ja alles dokumentiert, das war 2044, 45. Oh, 15, 16 Jahre her. Damals hatte ich noch keine grauen Haare im Bart. Oh, sagt Sandra. Ja, beim nächsten Mal sehen wir das DFB-Pokal-Achtelfinale. Das wird doch ein absolutes Highlight. Machen Sie es gut, bis bald.